und herzlich willkommen zur Postillon Kultur, Ihrer Nummer 1 Adresse für Kunst- und Freizeitgestaltung. Heute mit einer kleinen Einführung in unseren wohl ältesten Mitarbeiter der Redaktion, das Klavier. Man kann eigentlich auch Flügel sagen, das ist ganz egal, das macht überhaupt keinen Unterschied. Natürlich macht das einen Unterschied. Quatsch, das ist genau das Gleiche. Kind. Beginnen wir doch mit den Basics. Ein schwarzes Klavier wie dieses hier hat etwa 1000 Tasten. Die sogenannten Spieltasten, die weißen, und die Barrieretasten, die schwarzen. Diese sind wie kleine Mäuerchen konstruiert und eigentlich nur dafür da, dass man beim Spielen auf der Tastatur nicht zu doll herumrutscht. Sie klingen auch ganz furchtbar, wenn man da mal zufällig draufkommt. Übrigens ist das Klavier auch ein sogenanntes Saiteninstrument, weil es 4 Saiten hat. Oben, unten, links und rechts. Kommen wir nun zu der Tonleiter. In der heutigen schnelllebigen modernen Musik nutzt man nur die verkürzte Version. Sie geht vom C bis H. Ich aber zeige Ihnen die klassische, die komplette. Aufgepasst. A, B, C, D, E, E. Entschuldigung. Ja, so war das früher. Heutzutage könnte man Klaviere viel kürzer bauen, da man die gesamte Tonleiter überhaupt nicht mehr benutzt. Übrigens, diese 3 Fußabstellflächen da unten sind aus purem Gold, haben allerdings keinerlei musikalische Funktion. Sie dienen lediglich ihrem Komfort und unterstützen sie so bei ihrer aufrechten Sitzhaltung. Dieses Klavier hat genau 3 für jeden Fuß eine, aber aufgepasst beim Kauf, billige Klaviere haben diese Option nicht. Hörst du das? Das Klavier ist schon wieder total verstimmt. Jede Taste klingt komplett unterschiedlich. Wenn Sie das Klavier regelmäßig benutzen, müssen Sie es natürlich auch jeden Tag stimmen. Dafür brauchen Sie lediglich einen schnellen USB-Stick mit der neuesten TomTom-Kartensoftware darauf. Den stecken Sie dann hier vorne ein und drücken eine beliebige Taste auf der Tastatur. Und schon in 1 bis 2 Stunden klingt das Klavier wieder wie neu. Man könnte sagen, das funktioniert so ein bisschen wie bei einem Navi. Übrigens, dieses Klavier ist umweltfreundlich aus geflochtenem Hanf hergestellt. Und sogar die Tasten sind aus biologisch abbaubarem Elfenbein. So, meine Damen und Herren, dieser kleine Crashkurs war für all diejenigen, die es klassisch lieben. Für all die anderen zeigen wir beim nächsten Mal, wie man ein Klavier als Gitarre, als Trommel oder als lustige Partytheke benutzt. Herr Ober, noch eine Milch. Danke. Schreiben Sie uns doch in den Kommentaren, wie Sie Ihr Klavier zu Hause verwenden. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Postillon Kultur.